So, hallo YouTube, willkommen zurück bei Prison Architect, willkommen zurück im Knast, in meinem kleinen Knast. ja, die automatischen Türöffner, Türsensoren, Türservos, so heißen sie, die wir das letzte Mal installiert haben, sind jetzt gebaut und brauchen Strom, wie ihr seht. Das heißt, wir müssen mal sehen, dass wir. Die Stromleitung läuft doch hier direkt vorbei. Der funktioniert doch auch ohne Strom. Also nicht ohne, aber der verbindet sich doch auch automatisch mit Strom. Ich bin irritiert. YouTube, um ehrlich zu sein. Also den könnte ich jetzt hier noch verstehen, aber der hier? Warum? Jetzt probieren wir mal testweise, wenn wir da ein Kabel hinlegen, ob der sich dann mit Strom verbindet. Oder sind die noch gar nicht ins. Doch. Hä? Nötigt Elektrizität. Upsala, falsche Taste. Wie immer. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen sprachlos, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß gerade nicht, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Und hier ist zu wenig Druck auf der Wasserleitung oder was? Das heißt, wir müssen hier oben mal ein paar Großrohre einbauen, um darunter mehr Druck zu bekommen. So, ja. Was ist hier passiert? Warum geht das nicht? Auch das Ding braucht Strom, aber auch da läuft doch die Stromleitung direkt dem Rohr vorbei. Ah, Moment, muss ich die von Hand verbinden? Schnellverbindung. Nee, Kabel anzeigen. Kabel verstecken. Kabel anzeigen. Verbinden. Ah, der kriegt ja den Strom über. Darüber. Ach, das ist nicht das Symbol für Strom, sondern. Ah, okay. Ja, da habe ich mal wieder. Aber ist ja nicht schlimm. So, jetzt. Das war nicht. Oder doch. Es blinkt immer noch. Hat er noch keinen Strom? Jetzt will ich mal gerade gucken, wir haben doch hier oben auch so ein Beschallungssystem stehen am Hof. Ganz hier drüben. Da. Wie hat denn das Strom? Oh, das haben wir wahrhaftig auch direkt angeklemmt. Mit der dicken Leitung. Müssen wir das wahrhaftig draußen so machen, dass wir das dicke Hauptkabel unter die Stromverbraucher setzen? Das scheint wirklich der Fall zu sein. Ja, dann holen wir doch gerade noch ein bisschen aus und setzen das hier gerade auch noch drunter und hier auch noch drunter, bevor uns gleich wieder das Geld ausgeht und hier auch noch drunter. So. Ja, ihr seht, die Zellen sind auch bis auf drei jetzt in dem Block alle fertig. Das heißt, wir erwarten auch demnächst 14 neue Häftlinge. Die uns wieder 6.100 Euro oder Dollar oder wie auch immer hier Ingame-Währung bringen. Wer sich jetzt wundert, da bin ich das letzte Mal gar nicht drauf eingegangen und ich weiß nicht, ob ihr alle jedes Video seht, wahrscheinlich eher nicht. Hier neben runter kommen noch eine Reihe Zellen und hier neben runter kommt noch eine Reihe Zellen. So war ursprünglich eigentlich mein Plan. Was ich jetzt noch am Überlegen bin, ob wir nicht hier oben noch einen Duschraum hinbauen müssen. Aber ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass der kleine Duschraum auch für die jetzt dann hier alle ausreichen soll. Deswegen würde ich jetzt gerade mal gucken hier, schnelles Bauen. Und dann die Dusche. Wo ist die Dusche? Die Dusche, die Dusche. Wenn wir die jetzt so hier hinbauen würden. So hier hinbauen würden. Dann würde die da nicht auf.
auf Land stehen. Das heißt, wir müssten jetzt hier erst noch ein bisschen Boden verfüllen. Aber das können wir ja machen. Wir haben ja hier. Dann sollen die da ein bisschen Boden auffüllen und dann würde ich hier oben doch noch eine Dusche dran bauen, weil ich glaube, das gibt sonst nichts. Die werden sich wahrscheinlich umso mehr, ja, darf man das sagen auf YouTube, ins Gesicht streicheln. Nein, anders. Sie würden sich wahrscheinlich umso mehr im Gesicht gegenseitig streicheln. Ich drück's mal so aus. Ja, im Gefängnis blüht der Schmuggel. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das mit dem Schmuggel noch in den letzten 7 Tagen gefundene Schmuggel war und ergreifen Sie Maßnahmen, weiteren Schmuggel zu unterbinden. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das hinkriege. So, wo finden wir denn einen Bericht über die gefundene Schmuggelware? Zuschüsse, Regeln. Landwirtschaft. Was? Hä? Landwirtschaftliche Richtlinien, dauerhafte Bepflanzung. Ich habe was über die Landwirtschaft gefunden. Automatischen Dünger. Kompostdünger. Farm Search Frequency. Nur Nutzpflanzen? Genetisch manipulierte Nutzpflanzen. Natürlich, ja, aber das ist doch trotzdem. So, was haben wir denn hier? Richtlinien für Quotenentlassung. Qualitätsrichtlinie. Okay, ich finde dann doch hin und wieder auch noch was Neues hier, was man alles einstellen kann. Was ich aber jetzt noch nicht finde. Hygienebedürfnis zum Beispiel ist gerade groß. Das ist, wo finde ich? Transfers. Also hier muss ich mich auf jeden Fall in Ruhe nochmal mit befassen auch. Das ist. Da kann man doch mehr machen, wie man glaubt. 14 psychisch Kranke habe ich mittlerweile. Gut, die haben es gut, die duschen auf der Zelle, gell? Ja, wo finde ich eine Übersicht darüber, was zuletzt geschmuggelt wurde? Tagesordnung, das ist ja nur Regeln, das wo wir eben waren. Zuschüsse. Programme. Finanzen. Wertermittlung. Also wo soll ich das finden hier? Werfen Sie einen Blick auf den Bericht über die in den letzten 7 Tagen gefundenen Schmuggelware. Wertung, Diagramme. Das ist es nicht. Gefängniswertung. Oh, das ist jetzt neu. Besserung 6, Sicherheit minus 2. 12 Häftlinge wurden entlassen. Kein Todespersonal. 4 tote Häftlinge, 4 ausgebrochen. Auf Bewährung entlassen, 8, 0 rückfällig. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus für uns, oder? Bürokratie. Das, oh, kostet natürlich 10.000, was zu erforschen. Das sollten wir vielleicht mal noch machen. Überwachung. Das machen wir auch mal noch. Erweiterung.
Ja, also hier wäre echt cool, wenn mir da mal einer ein paar Tipps geben könnte, wie ich das in den Griff bekomme, weil das weiß ich wirklich nicht, wie das funktionieren soll. Da bin ich mir absolut unsicher. So, hier oben ist das Land aufgefüllt, das heißt, wir können da die Dusche jetzt noch dran setzen. Warum wir hätten gar nicht so viel auffüllen müssen? Naja, egal. Mal gucken, ob sie den Zaun automatisch entfernen da. Ich gehe mal davon aus. So. Ja, die Bibliothek ist auch immer noch im Bau. Ist natürlich auch wieder, also die Tatanbahn scheint aber einigen doch zu gefallen. Also der ist angeblich am Arbeiten, läuft aber auf der Tatanbahn rum. Hier, das ist auch so ein Böser. Was möchte er? Ich weiß es gerade nicht. Aber warum rennen die überhaupt da rum? Es ist Arbeitszeit. Ja, manchmal machen die Häftlinge, was sie wollen. Ist die Frage, ob das dann noch ein Gefängnis ist. Oh, hier sind aber jetzt auch welche am Arbeiten, sehe ich gerade. Also der unterrichtet und ruht sich aus. Was macht der hier? Tja. Ja, YouTube. Ich bin gerade etwas überfragt. Was ist denn hier? Ach so, das sind die Neuankömmlinge. Die stehen jetzt gerade hier zur Abholung. Ich wollte gerade sagen, warum stehen die denn draußen hier? Jetzt kommen die ganzen Besucher. Die können eigentlich jeder schon mal einen mit reinnehmen direkt. So, die kommen dann alle erstmal hier rein. Wer ist denn er hier? Warum ist der so schwarz? Oh, der fühlt sich unterdrückt. Ja, wenn man im Gefängnis ist, dann ist man unter Umständen auch ein bisschen unterdrückt. Alter Schwede, wie viele Transporter kommen denn hier? Okay, es rollt zwar der Rubel, aber es gibt einiges an Arbeit, Jungs. Neunzehn Mitarbeiter haben ernsthafte Beschwerden. Bedürfnisse, Personal. Was haben wir denn für Beschwerden? Wärme und Ruhe. Naja, ihr seid auf der Arbeit hier. Also ich weiß nicht, ob Ruhe und Wärme. Also Wärme, ja, aber Ruhe. Das so das richtige Bedürfnis ist. Wann kommt denn hier mal ein Wärter, um die abzuholen? Warum steht der hier beim Direktor drinne? Warum sind hier zwei frei? Hat er gerade gepupst? Der hat nicht gerade gepupst, oder? Uff. Sollte ich noch Personal einstellen? Wachen? 20? Jetzt haben wir 20 Wachen. Was bringt der hier? Ach, Bücher, okay. Für die Bücherei, verstehe. Ja, jetzt rennen die auch hier rein, statt dir welche mitzunehmen. Also das Spiel ist gut, das ist tiefgründig, das macht richtig Laune. Aber je länger und je tiefgründiger es wird, umso im Moment zumindest für mich undurchsichtiger wird es. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon relativ spät am Abend haben, dass ich ein bisschen müde bin und ich einfach gerade nicht alles durchschaue. Vielleicht sollte ich das nochmal spielen, wenn ich im Kopf auch ein bisschen frischer bin. Da ist ein Messer gefunden worden. Okay. Wenn ich auf dem Kopf ein bisschen frischer bin.
Was ist denn jetzt hier los? Kein Kantinenzugang. Warum haben die auf einmal keinen Kantinenzugang? Eben hatten die doch einen. Hier ist doch eine Kantine. Hier ist doch eine Kantine. Oh, wir haben eine Notebook-Seite gefunden. Okay. Warum haben die jetzt auf einmal keinen Kantinenzugang? Warum rennt der nackig hier rum? Ja, jetzt ist er angezogen. Oh Mann, YouTube, mir entgleitet das gerade hier ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hier macht gerade jeder, was er will. Nur nicht das, was er soll. Ja, was mache ich nur? Hilfe, Hilfe! Jetzt rennt der hier hinten raus. Nee, doch nicht, der ist zu blöd zum Weglaufen. Ja, warum haben die keinen Kantinenzugang mehr? Da ist eine Kantine. Eben war das doch noch alles in Ordnung. Häftlinge können nirgendwo essen. Da muss ich jetzt gucke ich erst noch mal gerade, ob hier vorne sich was tut. Nö, die stehen auch noch alle da und warten, dass ihnen irgendwas passiert. Auch hier tut sich nichts. Habe ich denn hier jemanden stationiert? Jetzt ist hier jemand stationiert. Hier sind schon wieder zwei Verletzte. Uiuiuiuiui. Also ich weiß nicht, ich komme nicht mehr so ganz mit, was hier alles geschieht. Wenn ich ehrlich sein soll. So, hier können doch bestimmt auch. Ne, nicht Versorgung, nicht das, nein, das. Auch Häftlinge arbeiten, genau. Ja, warum haben die keinen Kantinenzugang? Das verstehe ich gerade nicht. Sollen wir jetzt wirklich hier noch einen Gang rüber machen, dass die hier direkt mit der Kantine in Kontakt kommen oder wie? Aber es funktionierte doch eben auch, bevor die restlichen Zellen hier waren. Wenn, dann würde ich das aber vielleicht eher hier unten machen. Die eine Zelle hier raus. Das versuchen wir mal. Wände und Türen. Nee. Doch. Nee. Wo war das denn jetzt? Innenbereich ausräumen. Da. So. Wände und Türen. Betonwand. Da. Da und die abreißen. Und dann gucken wir mal, ob die dann wieder. Jetzt die Meldung weg. Ich werde verrückt. Kann ich die Aufträge irgendwie abbrechen? Müsste ja ziemlich weit unten stehen, oder? Oh Mann. Warum ist die Meldung jetzt wieder weggegangen? Hat das was mit dir oben mit der Dusche zu tun gehabt? Das kann natürlich auch sein.
Naja, jetzt lassen wir es mal so. Dann probieren wir es mal aus, was da passiert. Tja, dann müssen wir hier noch Versorgungsleitungen bauen für die Dusche. Natürlich das dicke Rohr bis hier oben hin durchziehen. Dann hier noch ein paar kleine Rohre rein. Zack. 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 Ach so, Heizungsrohr müssen wir auch, Warmwasser müssen wir auch haben in der Dusche. Ach Mensch, immer wieder wird sich verklickt. Ah, der Warmwasserleitung läuft da durch. Das soll da also eigentlich von alleine funktionieren. Strom. Strom liegt hier oben noch keiner. So, die Lampe setzen wir mal um. Das geht auch wieder nicht. Weil da noch gebaut wird. Ah, hier wollten wir aber noch Lampen reinbauen. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Einzelzellen bekommen bei mir kein Licht, die haben Pech gehabt, die müssen im Dunkeln schlafen und stehen und. Weil das sind ja die bösen, bösen Jungs. Ja, YouTube, soweit, wir haben wieder 22 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar oder auch konstruktive Kritik natürlich. Besucht mich gerne auch auf Twitch im Livestream. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss und Ciao.